Zaui ist 2019 nach der Deck-Saison zur Ausbildung in Stall von Roberto Schmidt gekommen und seitdem beim Brit. Wir konnten in unserer ersten gemeinsamen Saison direkt auf Anhieb eine Dressurprüfung der Klasse M gewinnen. Und obwohl er so lange im Flüssigkeitssport gewesen ist, ist es toll, wer jetzt den Dressursport einfindet, die Lektionen der Klasse S schon super sicher macht und nach können wir immer mehr Lektionen des Grand Prix auch hinzunehmen ins Training. Also wir sind froh und glücklich, dass Monika Lindstedt uns den Zauberdeich seit 2019 auf Station gestellt hat. Zauberdeich hat im letzten Jahr hervorragende Fohlen gebracht, mit ganz viel Go, mit super Galoppaden, schöne Mechanik im Trab, ganz viel Power aus dem Hinterbein, macht sehr guten Schritt und die sind unheimlich umgänglich, wie der Hengst selber auch. Und wir hoffen, dass er jetzt auch dieses Jahr wieder gut angenommen wird und sich noch weiter schön vererben kann. Zauberdeich geht zurück auf die Hemischenburger Gründerstuten, die Vilja von Julmond und die Zauberlied von Lateran. Wir haben jetzt die Chance in Hemischenburg, alle unsere Stutenfamilien einmal zu vereinen. Und was der erste Fohlenjahrgang gezeigt hat, es passt wirklich perfekt. Dieser Sohn des großen Van Dijk, international Grand Prix erfolgreich, aus Veronika von Schönings hochbewährter Leistungsdynastie der Zauberfee, hatte zuerst einen sehr guten sportlichen Einstieg, in dem er nun auch auf internationaler Ebene sich im Busch bewährte und seitdem er nun in der Obhut des Gestüts Hemelschenburgs von Beate Langels steht, die ihn aus dem Besitzerpatronat von Monika Lindstedt übernahm aus Schweden, geht es weiter mit ihm auf das große Viereck. Die hohe Grundrittigkeit und Leistungsbereitschaft, die das Pedigree bereits repräsentiert, die setzt Zauberdeich auch in die Praxis um im Rahmen seiner täglichen Arbeit, denn er ist ja ursprünglich nicht als Dressurpferd ausgebildet worden, sondern als Vielseitigkeitspferd und umso beachtenswerter sind seine Fortschritte in der dressurmäßigen Ausbildung jetzt in einem bereits höheren Alter von 14 Jahren. Im letzten Jahr wurde sein erster Fohlenjahrgang im Hemelschenburg und auch im gesamten Bundesgebiet geboren und auf dem bedingt natürlich nicht so sehr öffentlichen Championat von Hemelschenburg. Dort traten sie auf in ganz besonderer Athletik, blutgeprägt, zahlreiche Championatsfohlen darunter. Er vermittelt eben auch sein väterliches und mütterliches blutgeprägtes Erbe in äußerst positiver Darstellung und häufig verbunden mit einer ganz besonderen Kraft und einer besonderen Darstellung.